Ich freue mich nicht nur für mich, natürlich ganz besonders über das tolle Ergebnis, aber auch für die Kärntner Landesgruppe. Ich glaube, wir haben heute Geschlossenheit gezeigt. Das ist wichtig. Und wenn man geschlossen ist, dann kann man in Kärnten viel erreichen. Und das sind wir. Wir haben die Ziele gesetzt, natürlich die Partei entsprechend zu positionieren für die Wahl 2023. Du brauchst entsprechende Themen, du brauchst ein gutes Team. Wir werden uns bestmöglich darauf vorbereiten. Wir schauen, dass wir unsere Organisation in Kärnten wirklich zusammenschmieden, dass wir gemeinsam laufen bei der Wahl 2023 und dann ist vielleicht ein blaues Wunder möglich. Ich kenne den Erwin Angerer ja schon sehr, sehr lange. Er ist einer meiner wichtigsten Abgeordneten im Parlament und er ist auch ein hervorragender Mann für die Spitze der Landesgruppe in Kärnten. Das sehe offenbar nicht nur ich so, sondern auch die ganz, ganz große Mehrheit der Delegierten. Und ich glaube, es werden gute Jahre für die Freiheitlichen in Kärnten unter der Führung von Erwin und dem neu gewählten Team. Und das kann nur gut für die Menschen im Land sein.